Hallo und herzlich willkommen zurück bei Valheim. Ja, und bevor wir heute starten, es gibt eine Seite, die nennt sich Valheim Map World. Ihr werdet das unten in den Kommentaren noch finden, den Link. Da kann man sich seinen Seed anschauen. Das Ganze dauert ein bisschen beim Berechnen, das ist aber eh ganz klar. Das Ganze wurde wohl gemacht vom WD40 Bomber 7. Herzlichen Dank dafür. Also, wenn es euch so geht wie mir, dass ihr Händler sucht und ihr findet sie nicht, ja? Dann gibt man da oben den Seed ein, den sieht man beim Starten des Spiels. Warte mal, das kann ich auch kurz herzeigen. Ach nee, ich bin schon wieder drin am Mist, okay. Also, da schreibt man sich den Seed-Namen ab. Das ist meistens oder ist eigentlich immer eine zehnstellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Außer natürlich, man hat sich einen eigenen gemacht. Sagt Generate Go. So kann man sich natürlich auch vorher Karten erstellen lassen. So, ich habe mir die Startposition eingeblendet, das ist hier. Und ich habe mir jetzt. Okay, gut, gut, was das ist, weiß ich nicht. Und da haben wir den Show Trader. Dann sieht man, es gibt noch mehrere auf der Karte. Und wenn wir jetzt kurz mal, Moment, das mache ich mal so, rüberblenden, dann sehen wir, dass wir diese Insel hier, die kennen wir schon. Wir waren auch schon auf den Inseln hier und hier, glaube ich. Warte, okay, blenden wir es nochmal aus. Moment, jetzt muss ich auch rüberblenden, damit ich beim Spiel bin. So. Okay. Jetzt gehen wir wieder auf den Generator. Moment. So. Also ihr müsst ihn auch sehen. Also, das heißt, ich weiß jetzt, ich sollte mich hier in Richtung Norden wenden. Das werden wir diese Folge auch ausprobieren. Wie gesagt, den Link dazu, den gebe ich runter. Man kann sich hier auch noch ganz anderes anschauen. Man kann sich zum Beispiel anschauen, wo sind die Bosse, wo sind Camps, wo sind Strukturen, wo sind überhaupt Krypten. Aber ihr seht schon, wenn man sich das alles anzeigen lassen würde, wird das Ganze extrem unübersichtlich. So, ja, das wollte ich eigentlich nur vorab zeigen. Herzlichen Dank, PC, der hat es entdeckt. Der hat uns das in unser Discord gepostet. Ich blende das jetzt wieder mal aus. Gebe es auch noch weg. Moment, damit es mich nicht stört beim Spielen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir weiter. Gut, wir hatten uns eine Rüstung hergestellt. Sie ist jetzt noch nicht besonders gut. Aber immerhin ist es eine. Die gehen wir mal weg. Geht die hier noch rein? Ja, geht rein. So, was haben wir jetzt noch? Ja, ein bisschen was hätten wir noch, aber ich möchte das anders verwenden. Ich möchte da jetzt mal eben schnell. Oh, das war zu schwer. Was anderes machen. Es gibt hier bei Möbeln. Genau. Wandleuchter. So, da bauen wir einen. Das und das reißen wir ab. Dafür füllen wir den. Oh, ja. Man sollte ihn noch richtig herumbauen. Gut. Da liegt noch Kupfer. Das müssen wir uns dann gleich wieder abholen. Dann würde ich sagen, könnten wir hier einen machen. Ich würde sagen, geht man da so aufs Fenster drauf. Genau, ich möchte einfach mal mein Haus quasi so beleuchten. Dann könnten wir, hier haben wir ja schon einen. Was passiert denn jetzt, wenn ich den hier wegnehme? Dann ist es wahrscheinlich zu dunkel. Was ist, wenn ich hier einen drauf gebe? Dann hätten wir hier wieder ein bisschen mehr Licht, das wäre okay. Und vor allem verbrauchen die irrsinnig langsam das Harz. Und da vorne hätte ich natürlich auch noch gerne einen. Und zwar hätte ich gesagt, ja. Ich würde sagen, jetzt haben wir in unserer Bude. Sorry. Doch ein bisschen mehr Licht. Da eventuell auch noch. Ah, da unten ist echt noch gar noch eine Fackel gewesen. Gut, die Fackeln finden wir so nach und nach. Ja, das Problem ist, da unten kriege ich natürlich jetzt nirgends eine hin. Oder? Wir würden das auch schon. Ah, ich habe kein Kupfer mehr. Okay, mehr geht eh gerade nicht.
So, das heißt, wir haben unser anderes Kupfer jetzt auch noch sinnvoll angelegt. Also musste einfach sein. Okay, wunderbar. Dann, was haben wir noch? Wir haben alles noch. Wir werden mit dem Schiff jetzt. Jetzt ist die Frage, wie fahren wir? Ich würde fast sagen, wir fahren so rum. Das wäre eine Idee. Zuerst gehen wir mal eine Runde schlafen. Ja. Oh, Aua, macht das nicht Rücken weh? So, danach nehmen wir uns alles mit für ein Portal. Beziehungsweise, warte, wir werden uns zwei hinstellen. Wir werden uns hier auch ein Portal hinstellen. Wo ist es denn? Da. Und da. Ach so. Zwei reichen. Und zwar werden wir uns, würde mal sagen, wir stellen es jetzt der Einfachkeit halber hier hin. Und das würde ich jetzt gerne Händler nennen. Falls man finden, dass wir uns direkt verbinden können und dass wir das Zeug, was wir verkaufen, auch rüberholen können. Ich würde das ungern gleich einmal mitschleppen. Erstmal müssen wir ja wirklich finden. So, wir nehmen uns natürlich das Zeug auch noch mit. Das heißt, wir nehmen uns 10, 20 und 2 mit. Genau, das reicht ja. Dann können wir uns noch ein bisschen Holz mitnehmen. Was war denn da auf der 5? Warten wir da was? Ne, ich glaube nicht. Okay. Dann gehen wir einmal das Schiff reparieren. Ach so, die Saat drüben wollte ich mir noch anschauen. Aber die werden wahrscheinlich noch nicht fertig sein. Ne, die sind noch nicht fertig. Und dann schauen wir mal. Ich würde dann auch gerne mal zwischen den Folgen oben das Kupfer abräumen, was wir gefunden haben, direkt über der Basis. Haben wir da was drin? Nein, gut. So, bitte zurück und wenden. Nicht zu viel. Das ist okay so. Volle Pulle voraus. Wir könnten mal was essen. Und jetzt drückt uns die Daumen, dass wir wirklich einen Händler finden. Wie gesagt, den Link zu der Karte, die gebe ich euch in die Beschreibung. Was es übrigens auch gibt, sind Mods. Das heißt, wenn jemand sagt, das Spiel ist mir zu schwer, es gibt von Nexus, also auf dem Nexus-Portal gibt es Mods für Valheim. Eines, das wohl recht beliebt ist, das macht einem ziemlich viel einfacher, soll Plus heißen. Ich selbst habe es mir nicht angeschaut, weil es mir zu übertrieben ist, aber das muss jeder für sich selber feststellen. So. Also schauen wir mal. Da drüben ist der Ausgang.
Dum-di-dum. So. An der Ecke waren wir eh noch nicht oft, okay. Mal schauen, wenn wir einen Händler finden, können wir uns sogar eine Angel kaufen. Mal lustige Angelabenteuer machen. Ich hab nichts gesagt. Hier hat man überall Fische. Und Nixen. Und eine schöne Ausfahrt. Ich glaube, das ist echt die schönste. Aber gut, kommen tut man doch alle. Bei der anderen könnte man eventuell mal die Felsen wegmachen. Dafür hat man hier halt ziemliche Kurven drin. So, wir sind das letzte Mal nach links gefahren, jetzt wollen wir halt nach rechts fahren. Lassen wir mal oben entlang fahren. Ja, das war zu viel, das war zu viel. Ja. Da kommen wir schön durch. Nein! Nur ist er meistens etwas zu extrem, ja. Weiß. So, da können wir mal lang fahren. Den Teil kennen wir ja. Naja, und da gab es ein kleines Stückel, wo wir nicht weiter sind. Warum? Weil sind am Schneegebiet jetzt wahrscheinlich. Es ist übrigens nicht überall so schön verteilt wie, also es muss nicht sein, dass die so schön verteilt sind wie hier. Meine Streamkarte schaut zum Beispiel nicht so nett aus. Also seit ich diesen Generator mal benutzt habe, habe ich mir gedacht, okay, kein Wunder, dass ich noch keinen Händler gefunden habe. Joi. Was der nächste da hinten? Haben wir da entlang am Anwalt. Da ist der Dunkelwald. Jetzt sind wir im Ozean, aber gut, das macht nichts. Da hinten sieht man schon.
ich versuche halt ein bisschen mehr aufzudecken damit. Deswegen fahre ich jetzt ein bisschen weiter außen. Oh. Ja, nett für die Windänderung. Dankeschön. Auch unbedingt Gegenwind. Aber gut, jetzt sind wir fast da. Da habe ich noch 10 markiert, das heißt, da bin ich sogar lang gelaufen. Aber dann bin ich irgendwann umgedreht. Oh. So kann es gehen. Da sieht man schon schön, dass es weitergeht. Wahrscheinlich war ich voll. Oder mir war sogar klar, dass es hier weitergeht, aber ich habe es danach wieder vergessen. Auch möglich. Ein Spawnpunkt, eine Trollhöhle wahrscheinlich. Man könnte natürlich, naja, überlegen, ob man das Haupthaus raussetzt aus diesem Ding. Aber noch habe ich keine Lust zum Umziehen. Da haben wir wieder Onward. Hoch. Wird eng. Vielleicht aber es gewesen außen rundherum, aber egal. Dann kommt so ein Zwerg da ja. Ja, Zwerg, du kannst mich. Autsch. Ja gut, das war vielleicht nicht der ideale Weg. Da geht's durch. Ja, ja, nein, nein, autsch. Alles okay, wir leben noch. Meinem Boot gefällt der Kurs voll gut, den ich hier nehme. Da fängt der dunkle Wald wieder an. Das ist zu weit. Okay. Du fühlst dich nicht mehr ausgeruht, okay. Gehen wir da mal kurz an Land.
Jetzt schauen wir uns um. Müssen wir machen. Toll. Toll. Aber ganz schön viel Zink hier. Gut, wir nehmen vielleicht nicht genau diese Bucht. Nehmen wir halt die nächste. Können wir hier aussteigen? Da vorne vielleicht. Ah, da bei dem Felsen, ne? Ah, ich habe ihn aufgedeckt. Da ist er. Ja, dann schauen wir mal, wie wir dorthin kommen. Da oben, ich sehe seine Kuppel sogar schon. Okay, wir sind richtig. Pizzi, danke, die Seite ist echt cool. Mehr interessiert mich zwar nicht, also ich möchte wieder wissen, wo die Bosse sind etc. Das findet man alles raus. Aber das mit dem Trader ist echt hilfreich. Das Holz, das brauchen wir. Jump, aha. Gib mir das Holz. Da oben ist er. Ja. Jetzt werden wir dann gleich sehen, wie viel Geld wir haben. So, komm her. Man kann auch wirklich nah bauen an dem Händler. Das ist seine Blase, seine Händlerblase. Hallo Händler. Hi there. Er verkauft eine Weihnachtsmütze, einen Dwergereif, einen Mini-Gierrad, okay, Ümirfleisch, Angelrute, Angelköder. Okay, so. Schauen wir uns dann gleich an. Erstmal schauen wir uns an, wo wir dann ein Hütchen bauen. Da haben wir es halbwegs flach, würde ich sagen, bei den Samen. So. Da haben wir einen kürzesten Weg, so. Also, bitte bau mir als erstes einmal eine Herstellung, eine Werkbank. Dann
brauchst du mir danach? Einmal das hier, ich würde sagen, hier hin. Oben drauf machst du mir bitte eins, zwei. Ah, komm her. Danke. So, darf ich jetzt? 1, 2, 3. Eins, da hinten machen wir auch noch eins dran. Da auch noch eins. Da auch noch eins. So. Jetzt ist nur noch die Frage. Wir wollen da mal eine Abstütze. Da hätte ich auch gern noch eine, aber die ist zu hoch. Eine mythische Kraft stoppt dich, da darf ich nicht mehr bauen. Okay. Ja, ich bin jetzt drin bei ihm. Machen wir es halt hier. So. Hier brauchen Wände. Und zwar hier. Hier. Darf ich nicht mehr bauen. Ich glaube, ich bin zu nah am Händler dran. Egal. Okay, ein Dings. Den stellen wir natürlich mal her. Und nennen ihn Händler. Der müsste ich dann gleich verbinden. Jawohl. Oh, das war er schon. Da können wir jetzt natürlich eine Werkbank ranbauen. Und werden noch ein bisschen Holz holen. Da haben wir kein Holz mehr drin. Gut. Steine. Das da. Gut, dann könntest du mir gleich das hier geben. Und das hier geben. Dann kommen wir drauf, das ist zu viel. Wir haben aber noch Samen und wir haben noch Blaubeeren, die wir loswerden können. Dann geht es sich doch aus. Hallo, die solltest behalten. So, alles mitnehmen. Und dann machen wir aus dem Holz, was wir haben, wenigstens einen ganzen Stack. Bist überladen. Moment. So, dann können wir hier eventuell mal eine Kiste bauen. Und zwar hier, bevor wir uns nicht mehr bewegen können. Und geben das Holz rein und das rein. Gehen wir mal zum Händler. So, hi dir. Ich möchte dir mal bitte alles verkaufen. Ha, cool. 3400 Hammer. Ich hätte bitte gerne das da. Ich hätte bitte gerne das da. Ich hätte bitte gerne das da. Und davon hätte ich bitte auch gerne was. So, die Weihnachtsmütze. Nein. Das Überfleisch brauchen wir später. Was hat hier so einen Lärm gemacht? Keine Ahnung. So, also, dann schauen wir uns an. Der hier, der hilft uns, mehr tragen zu können.
Da können wir jetzt nicht mehr nur 300 tragen. Jetzt können wir 450 tragen. Der hier, der hilft euch beim Sehen. Der lässt mich, ne, hat einen Ziel, also einen Kegel, der, wo man halt sieht, wo man hinschaut. So, jetzt könnte ich hier meinen Baufehler korrigieren. Sagen wir es mal so. Also, wir könnten es doch so machen, dass wir sagen, wir bauen hier und dann geht sich das auch aus mit dem Platz zum Händler. Das können wir auf notfalls auf dieser Seite verlängern, ist ja ganz egal. Da allerdings möchte ich den Busch weg haben. Danke. Dann bräuchten wir hier noch ein paar Wände. Ja, Heiler, was hättest du gern? Komisch, warum rennt er jetzt weg? Nee, 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 nee. So kann man sogar die ärgern. Könnte ich ihn von da herinnen abschießen? Jetzt ist er eh weg. So. Die Handwerkstation fehlt, sagt er. Jetzt nimmer. Mann. Okay, geht nicht, aber wir können das hier wieder bauen und zwar so um und nennen das Ganze wieder Händler. Dann können wir mal das Geld in Sicherheit bringen. Jetzt haben wir auch wieder Platz in den Kisten. So, das Geld darf daher. Die Angel darf daher. Schauen wir uns nachher an. Holz darf daher. Schon haben wir einen kleinen fixen Ort quasi, wo wir einfach hinporten können, wenn wir zum Händler wollen. Könnten natürlich dann nach und nach beim Händler ein schöneres Haus bauen. Aber jetzt im Moment tut es die minimalste Anforderung. Dach. Dach. Und eine Kiste, da könnte man nicht dann das Geld direkt lagern. Die können wir hierher tun. So.
Dann brauchen wir noch den Weg hinunter. Hält doch ganz gut. So, Bahn, Treppen. Da, Chicos. Da hätte ich gerne. Boah, den kriege ich wieder nicht rein. Nee, das snappt nicht. Könnten wir so einen Standfuß draus machen? Warum nicht? So, jetzt haben wir das Haus ein bisschen abgesichert. Gut. Okay, also Händler ist kein Problem mehr. Gut, das heißt, jetzt könnten wir weiterfahren. Unser Boot haben wir in etwa da. Das hier ist natürlich auch ein Dunkelwald. Warte mal. Schauen wir mal in der Umgebung, ob wir Kupfer finden. Weil vielleicht kann man sie direkt von da nach Hause bringen. Nein, so weit wäre das jetzt auch nicht weg. Das da ist Stein. So. Also ich kann zumindest jetzt mal behaupten, diese Webseite bietet dann die richtigen Pläne an. Ich habe das jetzt schon mit fast allen Spielständen durchprobiert, die ich habe. Er zeigt mir immer richtig an, wo der Händler ist. Ne, da ist auch nur Stein. Also in der Nähe vom Händler habe ich irgendwie gar nichts. Das hier ist auch nur Stein. Kein Kupfer. Komm her.
könnte noch was essen. Das wird es leichter machen. So. Das da ist auch nur Stein. Da ist irgendwo eine Höhle. Was ist da? Oh, da ist die Höhle oder eine Höhle. Ey, so nicht, meine Lieben, ja? Wenn dann, stellt euch an. Oh, Moment. Geh mal kurz rein. Lag mir da gerade Kuppel im Weg? Da erhole ich erstmal. Jetzt haben wir gleich wieder volle Ausdauer, dann können wir raus. Nice Kuppel, ja. Tatsache da oben drauf. Okay. Da wäre Kuppel. Aber auch nicht gerade nah. Und da wäre eine Höhle. Und da fängt Schnee an. Ja, für den Schnee haben wir jetzt definitiv nichts mit. Und der Schnee ist auch noch nicht so lustig. Noch nicht. Da kommt noch. Da kommt. Irgendwann holen wir uns doch noch Wölfe raus. Oh, da ist noch eine Höhle. Okay. Da ist leider Stein. Auch ein Stein. Artisteln. Okay. Oh. Also Steine sind massig hier, aber irgendwie nicht wirklich viel Erz. Tja.
Dankeschön, Händler. So, wie man es nochmal entleeren. Bisschen Holz. Ein paar. Nee, davon nicht. Davon. Okay. Da kommentieren und ich glaube, da kommentieren. Dann sind hier die hier. Ah, es schaut so aus, als wären die Saatkarotten fertig. Einmal Honig, gut. Okay. Keine Beeren, gut. Und hier könnte man ein richtiges Feld machen mit Watchers. Sozusagen. Na bitte, jetzt haben wir 84 Karottensamen, das geht doch. Irgendwer muss die nur wieder aufs Feld bringen, ich fürchte, ich. So, die Angel. Die kommt jetzt einmal mit. Und wir schauen mal kurz, ob wir da unten vielleicht ein paar Fische sehen. Ja, das sind doch ein paar. Also, mit der linken Maustaste werfe ich aus. Je weiter ich, länger ich gedrückt halte, umso weiter werfe ich aus. Ich hole mal so ein bisschen näher ran. Weil sobald die Fische angebissen hat, geht alles auf die Stamina. Mit der rechten Maustaste muss ich den Fisch dann gleich fangen. Und mit der rechten Maustaste muss ich es auch einziehen. Dankeschön, Spiel. Das war jetzt schon ein Köder, gell? Naja. Ja, komm zurück. Und auch wenn ich nichts tue, verbrauche ich Stamina. Das heißt, ich muss schauen, dass ich ihn so schnell wie möglich reinkriege. Jetzt haben wir Ruhefisch. Cool, gleich viermal. So, da waren noch mehr Fische, habe ich gesehen. Also Angeln sollte man auch nur gut genährt machen. Kostet verdammt viel Stamina. Ah, der Fisch schaut wieder ab. Kommt her, Fischli. Hier gibt es leckeren Köder. Ah, jetzt habe ich ihn verpasst. Ich hab ihn. Wieder vier Fische, cool.
Kommt her, kleinen Fischer. Ja, komm hier. So. 12 Fische haben wir schon mal. Das ist doch ein Anfang. So, mit der linken Maustaste wirft man immer neu aus. Das ist vielleicht ein bisschen weit. Das ist besser. Da drüben sind Fische, vielleicht bringt das was. Komm mit. Wir schmeißen das, glaube ich, neu aus. Das war definitiv zu weit. Was ist denn das für ein Brocken? Komm her. Auch hier. Cool. Ja, wenn man Fische sieht, geht das Angeln richtig gut. Achtzehn Fische haben wir schon. Können wir dann gleich durchkochen. Ja, da wir rein, wird wahrscheinlich kein Fisch kommen. Okay, ich schmeiß muss einfach neu aus. Da sind auf jeden Fall richtig viele Fische da unterwegs. Gut. Das war jetzt nur einer. Aber es macht ja nichts. Cool. Was? Moment. Mist. Teilweise kann man auch Fische fangen, wenn sie so an Land liegen, ja. Jetzt haben wir 20 Fische gefangen. Haben immer noch 90 Köder. 100 haben wir uns gekauft. Also halb so gut. Und jetzt schauen wir mal. Ich glaube, da gab es nichts in dem Topf. Nein. Aber zumindest können wir sie kochen. Ich habe sogar 21, sehe ich gerade. Und schon haben wir eine dritte Fleischart. Nehmen den Nixschwänzen, den normalen Fleisch. Haben wir jetzt auch noch gekochten Fisch. So, und der gibt 45 Gesundheit, 25 Ausdauer.
Kann man die Angel eigentlich noch verbessern? Nee. Die nehme ich an auch nicht. Mann. Gut, sie nutzt sich aber scheinbar eh nicht ab. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich gehe oben jetzt das Kupfer abbauen. Und dann sehen wir uns wieder. Also, tschüss, bis dahin.